Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Emergency Lüdenscheid in Linzing zusammen mit Pascal. Hallo. Allerdings in der Leitstelle, wie ihr irgendwie mal kennen könnt. Richtig. Ja. Wie in der letzten Folge und unter anderem Map heute. Ich würde sagen, ich fange mal mit 1 durch Stufe 2 an. Ich weiß, es ist eine dumme Idee, aber ich mach's trotzdem mal. Ja. Muss ja auch irgendwo spannender werden, ne? So, Problem ist nur, ich habe noch nie in Linzing gespielt, Leitstelle, deswegen bin ich gerade noch leicht überfordert, weil ich noch nicht weiß, wo welche Fahrzeuge stehen in der Liste. Achtung, ja, Einsatz für lol. 1 NEF 2, 1 RTW. Ich dachte, ich hätte den NEF rausgelöscht, aus der. Egal. Und ich habe schon wieder diese Einzelalarmierung an, das geht nicht. Ja. Dass sich das jedes Mal zurücksetzt. Größere Minimap. Der NEF kommt wieder zurück. Der ist fälschlicherweise alarmiert worden. Oh nein. Chemiepark West Außenwerk 2 BMZ läuft. Ich seh's schon, ja. Ja, das läuft doch super. Wir sind nicht mal 2 Minuten der Folge und wir haben direkt einen Chemiebrand. Also noch haben keinen Einsatz rein, aber die BMZ blinkt schon mal. Wenigstens ist es einigermaßen begrenzt, ey. Ah. Warte mal, kann ich den LKW wieder wegfahren? Brand in Chemiewerk. Ja, hoch, hätte das rechnen. Wird damit rechnen können. Wait, ABD Compi? Was zur Hölle? Ist das ein Easter Egg? Was denn? Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwas gefunden. Ein LKW, der was anhängen kann. Bitte. Achtung, Einsatz für 1ELW1, 1HLF201, 1DLK231, 1HLF202, ABDCON2, 2DCONPA, 2TLF4001, 2HLF201, 2KDOW1, 14RTW1, 14RTW2, 11NEF1, 11RTW1, Sprachausgabe dir zu tun, ja. RTW2, Brand, ja. Chemiewerk. Aber nur 3 Fahrzeuge, 50 alarmiert oder so, ne? Achtung, Einsatz für 1KTW1, KT. Als Hinweis, ich hab dir ein bisschen Rettungsdienst geschickt. Hier, RTW ist ein Neff. Wie sieht's denn verletzten technisch bei dir aus? Aktuell eine kontaminierte Person, die noch steht. Okay, gut. Du hast einen AB als auch den GWD-Con erhalten. Jo, habe ich gehört. Oh, die KTW sind da, danke. In die RTW sind sogar. Wow. Achtung, Einsatz für 1 Neff. Nee, KTW ist das für mich keine bekommen. 1 RTW 2, Fehler. 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 Hatte die Nahrungsmittelvergiftung, nicht Intus. Ja, bin dabei. Unglaublich. Ja, Feuerwehr. Warte, da. Ah, danke, dass der ELW da ist. Ah, guck mal, da ist auch was Richtiges. So, die erste Einsatzleitung müsste dann angekommen sein bei dir schon. Ja, 2 RTWs und die Einsatzleitung. Also du hast den Löschzug der Wache 1 und den Löschzug der Wache 2 erhalten. Ne? Also du hast zwei Löschzüge direkt. Die haben nur Atemschutz. So, dann steckt ihr mal aus. Kein Problem, was geht's? Bin dabei. Du bringst bitte sofort an, das zu kühlen. Ihr schließt den an, schließt euch da an. Könnt ihr? Nein, ihr könnt natürlich auch nicht. Ihr könnt nix. Ja, alles klar. Kann halt nicht jeder was machen, ne? Jawohl, was geht's? Wird erledigt. So. Wer ist das da? KDOW. Bei dem brauche ich jetzt. Ich will nämlich, dass sie das kühlen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Kühlen? Ich denke schon, ne? Wir müssen den Industriebrand ja nicht weiter ausbreiten lassen als nötig, ne? Siehe eine der letzten Folgen. Dann, was sagt die Lagemeldung sonst so? Die Lagemeldung? Auf die Meldung? Zweite Industrie wird gekühlt. Kontaminierte Person wird rausgebracht. Ja. Yeah. Ich habe jetzt gerade auf der Karte bei mir herangezoomt. Kannst du so ein bisschen die Örtlichkeit beschreiben, wie es gerade brennt? Also es brennt halt das Anfangshäuschen und die Hauptindustrie, die brennen gerade. Ja. Also warte mal.
Also ich habe mich halt an der am Eingang sozusagen platziert mit dem TLF und dem... Ja, das sehe ich. Und auf der Rückseite stehen die ganzen anderen Fahrzeuge. Genau. Mist, okay. Jetzt hat sich hier, nee, jetzt ist ja wieder irgendein dummer Feuerwehrmann nach vorne gelaufen. Ich glaub's ja nicht. Sehr gut. Was macht die Lage aktuell? Reichen 2 Löschzüge? Wie schaut's aus? Reicht. Löschen passt. Okay. GWD-Con auch soweit reichend? Jojo. Das passt alles. So, ich sag dem jetzt hier nochmal. Krankentransport und Nahrungsmittelvergiftung sind übrigens auch zu machen. Ja, danke. Und gebrochenes Bein auch. Der muss noch nach Hause fahren. Okay, also alle FMS4. Wir wollten ja ein bisschen mehr über was anderes reden. Ist bei euch auch so warm? Also bei uns ist gerade Affenhitze und wir fahren nächste Woche auch noch ins Landheim. Und da ist dann immer 5 Grad wärmer. Also wie ihr seht, ist Tobi gerade frisch aus dem Landheim zurück. Aber ach, lol. So frisch, wie es im Landheim zurück ist, kann man die aufnehmen. Deswegen müssen wir vorproduzieren. So. Krankenhaus kurz zu, weil es schön. Ich will nicht wissen, welches Uniklinikum in Linzing ist, aber ich denke mal, ist das da eher in der Mitte der Map. Ja. Also würde ich sagen, Uniklinikum Linzing. Gut, 1 RTW1 kann fahren. Okay. Ja, dieser Affenhitze ist unglaublich. Deswegen. Wo geht's eigentlich da hin? An den Gardasee geht's. Und finde ich sehr super. Schön. Jawohl. Ich hatte das auf meiner Abschlussfahrt ja auf Usedom. Was gibt's? Sofort. Eigentlich wollte meine Klassenlehrerin uns ein paar Aktivitäten durchführen. Am Ende sind wir nur an einem Tag mal so kurz wandern gegangen und einmal im Kletterwald gewesen. Den Rest des Tages haben wir nur am Strand gechillt, weil der Strand war 100 Meter von unserer Unterkunft entfernt. Also, ich hab dir gesagt, du sollst dich anschließen. Hier. Schließ mal an. Ach, lol, der zieht da Wasser raus. Auch dieses doofe TLF. HLF. So ein Müll. Achtung, ein klaut der da einfach Wasser raus. RTW3, gebrochen. Warum denn nicht? Was bricht hauptsächlich Wasser. Naja, nee, aber das Tier, der hat aus dem TLF hat er rausgezogen. Das ist das Problem. Und das TLF wurde nicht wieder gespeist. Schwierig. Nee, ich meine, ach nee, jetzt hat sich hier ein Stau gebildet und es alles wieder anfängt zu brennen und es ist das übergeschlagen und es wäre nicht, wenn nicht. Ich habe jetzt gerade auf die Karte rangezoomt, also wenn du willst, kannst du nochmal kurz Lagemeldung mit Örtlichkeiten so geben. Ein TLF, ich sehe alles in Vogelperspektive. TLF. Und ich sperre mit dem ELW das jetzt hier. Es geht mir so auf den Sack, dass ich. Sitze ich noch sowas wie TLFs? Ja, oder irgendwas mit einem größeren Löschapparat. Ist in Arbeit. Bin dabei. Ich sammle mal alle TLFs, die ich habe, zusammen. Das ist genau noch ein TLF. Verstanden. Besser als nichts. Ein freiwilliges. Warte mal, ich hätte doch hier noch einen Typen. Noch ein TLF 4000 für dich. Achtung, ah, das ist Einsatz was. Für 12 hier. TLF 4000. Das andere war auch ein TLF 4000 schon. In Chemiewerk. Ja, fahr halt noch rein. Da brennt ein Auto und fahr halt rein, ja. Was gibt's? Kein Problem. Verstanden. Ach, KIs. Immer für den Spaß zu haben. Ja, so genau. Jetzt kriegt das TLF nämlich endlich mal wieder ein bisschen Wasser. Oh, nicht schlecht. So, ich sehe gerade, Rettungsdienst wird nach Hause gepfiffen. Ja, ein bisschen was. Ach so, und ich brauche dann Abschlepper. Ein paar bedeutet? Ein paar? Einige? Nee, ich hätte gerne eine haptische Zahl für mich. 1, 2, 3, 4, 5? Aktuell? Wahrscheinlich 6. 2, 3, 4, 5, 6 Abschlepper beauftragt. Ich meine, an sich, ich handle alles andere bis auf den Brand ganz gut. Mhm. Aber wie ist aktuell die Lagemeldung? Brennt. Das dachte ich mir schon. Industrieanlage ist gelöscht. Das ist schon mal eine erfreuliche Nachricht. Ja, okay, ist halt explodiert. Mein Gott. Stört mich. Wer ist explodiert? Irgend so ein Auto. Oh, los. Okay. Explodierende Autos hast du ja schon Erfahrungen gemacht mit, ne?
EL mal bitte aussteigen. Ist der Alarm schon hochsetzen oder was? Nö, aber BM ausmachen. Achso. Ja, ist mir auch sinnvoll, ne? Könnte nerven. Könnte. Ich finde es gut, dass das große Gebäude hier nicht explodiert ist. Hellweg, der Profi-Baumärkte. Der kann nicht brennen. Doch, der hat eine Brandmeldeanlage. Ich brauche einen NDF beim Asthma-Anfall und zwar schnell. NDF schnell. Genau so, den NDF schnell brauche ich. Warte, ich habe einen KDOW. Achtung, der bringt mir nichts. Einsatz für 1 NEF 1, Asthma-Anfall. Ich habe den NEF vom Chemiebrand schon wegalarmiert, sonst hätte ich ihn jetzt einfach rüber alarmiert. Kann dir auch von, also der ist perfekt zwischen drei Wachen, dieser Einsatz. Die, glaube alle einen NEF haben, ja. Also ich kann dir auch für anderen beiden Wachen einen NEF holen und mal schauen, welcher zuerst da ist. Na, jetzt wird's witzig. Sollen wir das was Freiwilliges? Naja, ich brauche noch was Freiwilliges, weil ich keine BF mehr habe. Ich will nicht, dass das Haus auch noch... Nein, jetzt hat das auch noch angefangen zu brennen, ey. Nur weil das Telef so inkompetent ist. Ja. Ja. Erwarte Befehle. So. Was geht's? Achtung, bau mal bitte Einsatz da einen Verteiler hin. 13LF101. 13 bitte mal den 1NEF2 nach Hause schicken. Ich brauche den an einer anderen Einsatzstelle. 1RTW4. Verkehrsunfall mit PKW. Um ein PKW. Ist der Kalo- Wie bitte? Ein PKW brennt. Nein, ich darf das nicht über das Fahrzeug machen. Jetzt fällt er gleich um, bestimmt. Nein, nicht, dass das auch noch anfängt zu brennen, ey. Okay, der kann zurück. Also, wir sind jetzt auf dem Baumarkt zurück. Oder wie? Oder nein, vor am dem Baumarkt vorbei. Auf die nächste Häuserreihe. Wenn die BMA vom Baumarkt geht, dann sage ich dir Bescheid, ne? Mhm. Und einen Abschlepper brauche ich noch. Schön, dass der Rettungsdienst da ist. Drei PKW-RTW. Bin bereit. Erwarte Befehle. Auch interessant. Direkt neben dem Krankenhaus. Auch gut. Mhm. Ja, wie ist bei euch so? Ich wusste nicht, wie viele Verletzte sind, deswegen drei RTWs. Kannst du auch gerne wieder die du brauchst, zurückschicken. Wie ist so bei euch das Wetter? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aus dem Baum, den ich nicht löschen kann. Wir waren ja bei der Affenhitze, ne? Stimmt. Na, ich hatte heute noch Sport. Viel Spaß. Ey, wir haben in der Turnhalle alle gekocht, einfach nur. Das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Und waren auch so froh, ja, es hat kurz draußen geregnet, aber als wir raus waren, war das noch scheiße heiß. Hat sich kein Schritt verbessert. Das sind die. Und das. Was geht's? Die. Beim VU mal bitte, die Art, wie du nicht mehr brauchst, zurück alarmieren. Da kann ich mich weiter alarmieren. Erwarte Befehle. Ja, ist in Arbeit. Ich weiß noch nicht, wie viel ich da rausschneide. Ich schicke mal einen zurück, weil mehr als zwei werden es nicht sein. Gut, dann würde ich direkt weiter alarmieren. Achtung, den Einsatz, der am anderen Ende vom Krankenhaus ist. RTW 4, gebrochenes Bein. Sehr gut. Alles klar. Höre, sofort. So. Ah, cool, Feuerwehr kommt. Yay. Ja. Erwarte Befehle. Ich habe keine BF mehr, ne? Und die BF wäre das nächste. Beide BF-Wachen wären das nächste da an dem Einsatzort, aber ich habe keine BF mehr. Was gibt's? Internistik. Wo ist denn der Einsatz überhaupt? Bei der 14. Ja. Ich schau gerade, dann können die nach Langfeld fahren. Hab ich gerade den RTW zugewiesen? Ja, hab ich. Gut. Ich dachte, ich hätte dem NDF im Krankenhaus überwiesen, nicht dem RTW. Der Notarzt, Sie müssen unbedingt ins Krankenhaus. Ja, komm mal so. Beim gebrochenen Bein ist er angekommen, der RTW. Er versorgt schon. Und der VU ist jetzt auch Feuerwehr anwesend. Jo, bin ich gerade dabei. Bin ich gut, oder was? Läuft wie am Schnürchen. So, ein Chemiewerk scheint sich normalisiert zu haben, wenn du noch ein TLF, ein HLF und ein ELW da hast. Krieg jetzt wieder ein bisschen BF zurück. Hm. Also, da drüben brennt's, aber hier brennt der Baum. Hä?
gucken, ob ich das debuggen kann. Nee, aber das Feuer ist woanders als der brennende Baum. Was? Weil da brennt ein Baum, der aber keine Feueranzeige hat und, irgendein gesunder grüner Baum hat eine Feueranzeige. Ja. Nein, oh, jetzt sei doch nicht gescheitert. Ey, dieser eine Baum, ja? Der eine Baum. An dem scheitert's. Das ist zu glauben. Eine Unglaublichkeit sondergleichen, ne? Ja. Wo ist ein Einsatz? Achtung, Einsatz für 10NEF1. 10RTW1. Ja, starke Atemnot durch super. Allergische bringt ja viel. Reaktion. Kann ich einfach alle Bäume drumherum absägen? Was geht's zu Befehl? Warten, bis er ausgebrannt ist. Das stimmt. Klingt auch nach einer trivialen Taktik. Er ist ausgebrannt. Einsatz offiziell abgeschlossen. Alle fahren nach Hause. Oder habe ich da noch irgendwas? Das. Achtung, Einsatz für 1RTW3, gebrochener Arm. Wie viele Arme wollen die sich denn noch brechen? Das andere ist der dritte heute. Das eine ist ein gebrochenes Bein, was du gerade versorgst noch. Wie viele Gliedmaßen wollen die sich noch brechen? Eins, das ist eine gute Frage. Kann er ins Krankenhaus um die Ecke fahren? Wird erledigt. So, jetzt könnte doch eigentlich mal wieder was für einen Einsatz reinkommen, ne? Ist ja nicht mehr. Also, ich hätte doch nichts dagegen. Oh! Okay, nehmen wir uns dem dann gleich an. Achtung, Einsatz für 1ELW1. Warte kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Verletzte aktuell und noch in den ganzen Zügen und Autos sind auch noch welche. 1HLF20. Das ist GRTW, du hast einige RTWs, 2 NEFs, du hast 2 RTHs jetzt noch bekommen. Und eine RTH sich jetzt gerade in FMS6 verabschiedet hat, kriegst du einen anderen RTH, ist mir auch egal. 1 NEF 2 O E R K KTW 4 0 6 4 1 O E. Was schätzt du, wie lange dauert das noch, bis der fertig ist mit der Ansage? 4 0 6 4 4, ich hab keine Ahnung. Ich weiß, was du einen Einsatzstab reinmachen kannst. HTW 4 0 6 4 3 O E R K KTW 4 0 6 4 2 O E R K RTW. Ich glaube, viele Einsätze brauchen wir heute nicht mehr. 6 4 5 O E R K N E F 4 0 6 6 1 Entgleister Zug. Achtung, Einsatz für Christoph 3. Bin ich unpraktisch? Ich bin aus der Lobby geflogen. Alex 011, ja. Alex 013, entgleister. Aber ist ja nicht so schlimm, ich kann direkt wieder zurückspawnen. Zurückspawnen? Achtung, ja. Einsatz für Christoph 17, entgleister. Der 1RTW1 kann fahren. Achtung, Einsatz für 10NEF1, 10RTW2, Lungenriss. Aber übrigens, die Person aus dem Verkehrsunfall hat einen gebrochenen Arm, Tobi. Statt in der Beschreibung da. So viel zu gebrochene Gliedmaßen. Jawohl. Was gibt's? Jawohl. Ja. Jawohl. Also, meldest du noch irgendwelchen Bedarf an beim Entzug? Aktuell müsste die Feuerwehr kommen, aber... Ja, Feuerwehr ist jetzt da. Ein Löschzug. Wirst du gleich noch mehr Löschzüge haben? Nee. Ich land gerade die beiden. Hier ist noch ein freiwilligen Löschzug. Einsatz von mir. Für 11K. Der ist nee, brauche ich nicht. Ich brauche ja nur Leute zum Rausschneiden. 11DLK23. Ja, der ist trotzdem die Ecke. LF201. Entgleister. Zug. In Ordnung. Höre. Wird erledigt. Was gibt's? Wird gemacht. Du sag mal, wann kommt mein Manf-Equipment? Hier, BT Kombi und GW Sandy gibt's ja auch noch. Achtung, Einsatz für 10 BT Kombi, 10 GW Sandy. Also, man die vielleicht auch holen. Pascal. Wäre so eine Idee, ne?
Nicht einfach nur irgendwelches SEG-Zeugs, weil es irgendwelche Rettungshelfer sind, die wir am Ende doch nicht brauchen, ne? Das war schon wieder dieses Rettungshelfer-Gedöns, was ich da mal bei diesem Amok-Alarm da, bei dem Amokläufer da mal geholt hatte. Was aber so ganz viele Rettungshelfer-Zeugs waren, die nicht mal richtige Sunnies sind. So. Der hat eine Rettungsschere, der fängt auf der Seite an. Hier ist Notfallsanitäter. Notarzt, RTH, kümmert sich bitte um den. Der geht mal bitte dahin. Der Notarzt ist bei dem fertig, also geht er hier zum nächsten. Das ist der Kran. Das ist ein Notarzt. Der Notarzt rennt bitte zu dem hier. Hier habe ich noch einen riesen Haufen Zeug, den ich noch gar nicht gesehen habe. Lol. ÖRK. Ach, das sind die ganzen Dinger. Das nächste Mal bitte in kleineren Schüben die Fahrzeuge nicht, die besser platzieren kann. Wäre nett. Ja, okay, gar nicht probieren. Habe ich eigentlich irgendwo ein LNA? Nö. Ist da ein? Ja, wäre nett. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin mit der Notarztbegleitung. Achtung, Einsatz für Code 100, Angriff auf. 0, 1, LNA, C, O, D, E, 1, 0. Und sagt ihr jetzt was anderes? Ja, also ich habe das Einsatzstichwort, habe ich da mal ein bisschen rumgeblättert bei mir gerade. Kann ich um... Dann sagt er dir auch was anderes? Okay, weil ich kann auf den Gleiserzug nicht mehr so zurück umstellen. So, doch, ich könnte es manuell eintragen. Code 10, Angriff auf Einsatzkräfte. Sofort. Ich habe gerade, ich habe den Einsatzstichwort ein bisschen rumgeblättert, um zu schauen, was die bedeuten. Ne? Du bist Notarzt. Was geht's? Du bist Notfallsanitäter. Auch einen Lungenriss, den gibt es ja auch noch. Ja, der sollte eigentlich versorgt werden. Das habe ich zumindest dem Typen hier gesagt. Ich weiß nicht, was er aktuell macht. Warum steht dort eine Person herum? Lass mich raten, die ist von dem Lungenriss ausgebüxt. Hm. Na super. Einwandfreie Versorgung. Bin dabei. Okay, also der Lungenriss, der verzögert sich eventuell etwas. Also auch nicht akut lebensbedrohlich oder sowas. Nein. Okay, der Kran, der arbeitet. Warte, habe ich jetzt auch irgendwo Verletzte, die versorgt werden müssen? Da habe ich so einen kleinen Smart. Okay, ich muss weniger Autos aufschneiden, als ich dachte. Das ist schon immerhin schon mal was. Immerhin etwas, ne? Ach, der schiebt die jetzt einfach nur hin und her hier irgendwie. Ach nee, tu das mal bitte dahin. Man kann dem Kran sogar sagen, wo er es hin tun soll. So, theoretisch. Erwarte Befehle. Sofort. Triage, nee, das funktioniert immer noch nicht. Kann ich das hier machen? Und jetzt sagen, hier, geh mal dorthin und sage, warum geht das nicht? Menu. Alles klar. Hm. Wird erledigt. So, da habe ich hier so ein Symbol. Hm. Da steht einer den LNA-Transport hier, ne? Oder muss man dann auch die Steuerung drücken? Keine Ahnung. Wie gesagt, gebt uns gerne Bescheid, wenn ihr es wisst. Ich verstehe es nicht. So, na gut, dann muss ich das wohl alle so auf alte Art und Weise machen und die alle einzeln fahren lassen. Na super. No. Ich darf allen manuellen Krankenhaus zuweisen. Hihihi. Nur Angst, wenn du jetzt die Christophs mal zurückschickst und dann neue Christophs bist, die ich keine mehr schicken kann, weil die sind gerade alle anderen und FMS 6. Ich hab die Angst, dass wenn du jetzt zurückschickst, die Christophs, dass sie dann auch in FMS 6 wechseln. Erwarte Befehle. Kein Problem. In Ordnung. Ja, ist in Arbeit. Ja. Hast du eigentlich schon ein paar Abschlepper bestellt? Wie viele willst du? 1, 2, 3, 4, 5. Boah, nochmal 5. So. KDW 1 Traumazentrum Schädelbasisbruch. Traumazentrum. Haben sie sogar in Langfeld. Das Schöne ist, auf der anderen Seite vom Bahnname ist Krankenhaus. Also 1 KDW 2 und Christoph 3.
Schön, dass der GW-San jetzt angekommen ist. So, GRTW. Bin bereit. Alles klar. Okay. Roma-Zentrum. Wie viele sind im GRTW drin? Vier. Bin bereit. Was geht's? Ja, ich habe kein Krankenhaus mit vier Traumabetten. Dann soll das mal nach Langenfeld. Vorne kann er zwei Traumapatienten hinschmeißen. Zwei haben gebrochenes Bein, einer Schädelbasisbruch und eine Hirnblutung. Ja, dann werden die schon alle in Langenfeld irgendwie untergebracht werden. Mit zwei Traumabetten, 10 Chirurgiebetten und sowas. So, 1 RTW 2, wo bist denn du? Du bist hier. Chirurgische Notaufnahme. Ich kann die Zugteile abschleppen. 1 RTW 2 kann fahren. Willst du jetzt den Zugteil abschleppen? Wie viele Abschlepper willst du haben? Ist in Arbeit. Höre. 1, 2, 3, warte, wie viel habe ich jetzt schon? 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 brauche ich aktuell noch. Ja. Vier weitere Frauen. Christoph 17, neurologische Notaufnahme. Kann fliegen. Vor mir auch schon, der fliegt jetzt. Einmal den Bahn dann drüber und landet direkt wieder im Krankenhaus. Was geht's? Okay. Bin bereit. Sofort. Bin bereit. Da ist noch ein Notarzt. Alles klar. Erwarte Befehle. Ja? Bin bereit. In Ordnung. Bin bereit. Zu Befehl. Der KTW 1, 1 KTW 2, der hat immer noch einen Sprechwunsch. Wird erledigt. Habe ich dir nicht schon mal zugewiesen? Der KTW auf diesem kleinen Parkplatz. wo ist denn der Sprechwunsch von dem? Kannst du mal einen neuen Sprechwunsch für den absetzen, bitte? Bin bereit. Jawohl. Bitteschön. Erwarte Befehle. Erneut Anmeldung neurologische Notaufnahme. Oh, jetzt schon Nachdruck hier. Jetzt gibt's schon Nachdruck. Kann fahren. Ach, der ist sehr professionell aufgeladen hier. Ich höre. 1 KTW 2 kann fahren. Verstanden, der fährt. Na super. Ah, okay, der fährt mit dem und der fährt mit dem. Achso, und alarmier mir bitte nochmal auf jeden Fall ein bisschen was an Rettungsdienst. Ganz ein bisschen was an Rettungsdienst bedeutet 1, auf Deutsch? 1, 2, 3, 4, 5. 5 RTWs. Was gibt's? Wozu der Notfallsanitäter hier gehört, weiß ich auch nicht. Okay. Er wird sich schon irgendwo zugesehen. Höre. Und der Rettungswache direkt um die Ecke hat nicht mal Fahrzeuge drin. Ne? Hat ein RTW. Toll. 5. Gut, 5 RTWs rollen. Achtung, 100 Einsatz für 14 RTW 2, 14 RTW 1, das heißt, so umstellen, 13 was anderes. RTW 1, 1 RTW 3, 1 bei RTW 1, bei dem gleichen Zug habe ich nicht jetzt ein Stichwort, was ich wieder einstellen kann. E 1, 0, 0, Angriff auf Einsatzkräfte. Ey, aber ich finde, das habe ich ganz gut gehandelt. Ja, muss ich auch sagen. Da bist du doch stolz. Es lief ganz gut. Sind zwar gefühlt alle Krankenhäuser schon voll irgendwie gelaufen, aber das kann passieren. Ich muss tatsächlich wirklich einen Kopf machen, wo ich wen hinschicke mittlerweile, weil nicht mehr überall alle Betten zur Verfügung stehen. Achtung, Einsatz für Alex 011, Leichenfund. Nö? Achtung, Leichenfund. Was soll? Verstanden. Bin bereit. Was geht's? Ja, für falls du eine Leiche findest bei dir beim Zugunglück. Eigentlich nicht. Ich habe die Einsatzstichwörter gescrollt. Und mein Entschuldigung überlegt. Einfach Streifenwagen hinschicken, um Tobi kurz zu trollen. Oh, ist richtig getrollt. Mit der Leitstelle auch nichts Besseres zu tun, als die Mitspieler mal, zu trollen. Ich hätte eine Frage. Was habe ich hier in Edelf, aber kein Notarzt? Wie kann das, welcher Neff ist denn das? Wird gemacht.
Das ist der... Sofort. Was geht's? 1 NEF 1. Wollen wir mal zurücksetzen? Kannst oder? Du machen. Sofort. Erwarte Befehle. Kein Problem. In Ordnung. Höre. Ja. Gut, das hätte man bei deinem Gefahrgutunfall sagen können. Oh. Bei meinem Gefahrgutunfall? Habe ich doch keine Leichen gefunden. Nee. Zumindest haben sie noch gelebt, als ich ankam. Ja. Das ist ein Riesenhaufen Scherben. Ich meine, es hat mir einer vorgeschlagen im Forum auch, dass es von der Stadtreinigung her einen Service gibt, die Scherben dann sozusagen aufzufegen. Das Problem ist, Das sind alles einzelne Entities. Jede einzelne Scherbe oder kleiner Scherbenhaufen, die ganzen Backsteine hier. Das heißt, du müsstest dann alle einzeln. Jede Scherbe einzeln anklicken. Genau. Super. Und deshalb wird es das Feature auch erstmal nie geben, weil das erstens Programmieraufwand ist und zweitens ist es wichtigere Ding. Und drittens würde es alle Spieler abfacken. Ja. Wenn sie jede Glasscherbe einzeln anklicken müssten. Definitiv. So. Dann beschleunigen wir den Leichenfund einfach mal ein bisschen hier. Den Leichenfund. Warum laufen die eigentlich alle hier so riesige Bögen? Ich verstehe es nicht. Ach, weil beim Anfang vom Einsatz sagt, da waren dann noch Objekte. Aber das erkennen die nicht, dass die Objekte mittlerweile weg sind. Also aktuell bräuchte ich noch 2 Notärzte. 3 Notärzte. Was geht's? 3 Notärzte? Denkst du, die wachsen an Büschen oder was? 4. Du hättest mir auch also, einen GRTW schicken können, das wäre einfacher gewesen, ich sag nur. Achso, und der 14 RTW 1 hat einen Sprechwunsch. Ich sammle erstmal kurz Notärzte zusammen. Okay. Kannst du euch noch irgendwas anderes in die Beschreibung reinschreiben? Ich kann ja alles mögliche an Einsatzstichwörtern, die es gibt, reinmachen. Nee, ich meinte jetzt, also ich habe ja Einsatzdaten hier, Leichenfund, Einsatz aus Spitzweggasse, Achtung, Zielort, Uniklinikum Linzing. 2, 13 NEF 1, 2 NEF 1, L, ich habe hier vorgefertigte Stichwörter, die ich eintragen kann. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas reinschreiben kann. Leichenfund. XD 1 bei 3. Ah, lol, guck mal, hier hinten habe ich auch noch Fahrzeug. Ups. Was gibt's? Hier kann man nach Hause fahren. Oh, kann ich auch machen. Einsatz für Alex 011 H A. Boah, Alter, was so kreativ. D I. Ich brauche noch einen NEF übrigens. I S T ein Einsatz. Aber ein Einsatz ist heute so. Der 14 RTW 1 hat immer noch einen Sprechwunsch. Ja, hält's mich nicht. 14 RTW 1. Wo will denn der hin? Dann brauche ich aber noch einen. Dann brauche ich wieder Polizei. N-O-T-A-E-R-Z-T-E-M-E. Du machst mich fertig, ne? Ja. Genau, das ist mein Ziel. Ja, das merke ich schon. Ich H-B-A, kein Null. Junge, du kannst nicht mehr schreiben. Schreibe mir diesen ordentlich. So, schau hin. Bin bereit. Tipp fehlt auch noch. Lass mich das Steuerung Shift. Ist es. Achtung, Einsatz für Alex 013, Alex 014, Alex 016, wait. Alex 016, Button. Alex 017, Alex 018, Alex 012. Hast du den Heiligen Gral gefunden oder was? Steuerung Shift macht irgendein anderes Symbol. P. O, aber es bewirkt nichts, das ist das Problem. Z-E-I. Schade. Wäre zu cool gewesen, ne? Steuerung Z? So. Jetzt ist das Symbol. Aber es bringt mal auch nichts. Wo ist der Elena jetzt? Höre. Da? Bin dabei. Was ist das für ein Symbol? WTF? Habe ich noch alt dazu? Achtung. Nee. Einsatz für SAR 41 I C H H A B. Also die haben wahrscheinlich Mitteilungsbedarf gerade, ne? D E R T H S. Der kann hier nirgends lang. Weil Anzahl Nachrichten überhältst. Eieieiei. Hey, aber ich hab hier so ein Symbol. Das ist. Ah, cool, ich hab kein Traumazentrum mehr. Der muss auch extern fahren. Warum nicht? Ich hab nur noch extern 3 Traumazentrumsbetten, also. Läuft.
Was gibt's? Viele Trauerpatienten solltest du nicht mehr haben. Ah, Christoph 3 kann fliegen. Und was anderes gab's nicht. Christoph 17 wurde noch gar nicht angenommen. Unglaublich. Naja, ich glaube, das hat auch ein bisschen rumgebackt jetzt. Wegen dir. Was geht's? Okay. Nein, halt. Also zurückgesetzt. Mist. Christoph 17. Ich hab vergessen, den Marker wegzumachen. Genau. Doch, der ist auf jeden Fall 6 verschwunden, ne? Machen schon mal Mittagspause. So, jetzt fährt aber alles zurück oder fliegt zurück, ne? Mhm. Und eins ist vorbei. Unglaublich, wir haben es geschafft. Eine Stunde Spielzeit. Ich habe die Leiche überlebt, du hast in-game alles überlebt. Ja, Leiche aber auch sehr schlimm, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr habt doch alles ein bisschen zusammengekattet bekommen von mir. Deswegen. War doch eine super Folge, würde ich sagen. Ja, es waren auch ein paar Letzte und ich habe kein einziges Mal Mann benutzt. No. Könnte damit zusammenhängen, dass ich das Rettungszeug erst spät bekommen habe, aber bö. Ja, weil ich erst später gesehen habe, oh, das ist Manfred gar nicht alarmiert. Aber naja. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.